Hallo liebe Erziehfreunde, mein Name ist Michael Ziegern und heute möchte ich euch begrüßen aus dem wunderschönen Harz. Hier zu Füßen des Brockens haben sich viele Freunde getroffen, um mit ihren tollen Modellen den Brocken auch zu erklimmen. Mit nur 2 bis 3 Akkus sollte man es schaffen, dieses ziemlich schwere Gefährt, den Crawler, den RC-Crawler, nach oben zu bringen. Wie interessant das Ganze wird, seht ihr jetzt gleich im Video. Viele haben Kameras mitgenommen. Ich hoffe, da kommen schöne Szenen zusammen. So ihr Lieben, hinter mir seht ihr das Team von DM Modellbau aus Neunkirchen, direkt an der A1 im südlichen Niedersachsen. Wir haben uns heute diesen weiten Weg gemacht, um den Harz zu besuchen. Und auch DM Modellbau ist dabei mit seinem Team, den Brocken mit RC-Crawlern zu erobern. Ja, ich wünsche allen viel, viel Spaß. Leider kann ich nicht mitlaufen, mein Fuß ist ein bisschen kaputt. Aber ich fahre mit der Brockenbahn nach oben und dann schauen wir mal, ob alle Autos heile geblieben sind. So, viel Spaß noch.
So, liebe YouTube-Freunde, hier sind die allerersten, die den Brocken erzwungen haben. Ich sehe gerade hier, etwas hat ein bisschen drunter gelitten, aber es ist normal bei dieser Wahnsinnsstrecke. So, ihr kommt woher? Sag mal. Braunschweig. Braunschweig. Friedenburg. Und? Und Walter. Und du heißt? Heiko. Oliver. Sehr schön. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr kommt dann bei YouTube in den Film ganz zum Schluss rein, als Gewinner mit heilen Autos nach oben gekommen. Sehr gut. So, viel Spaß noch. Lauft ihr auch runter oder fahrt ihr mit der Bahn? Nee, wir laufen. Wir laufen. Ihr seid ja auch noch jung, das ist schön. Alles klar, viel Spaß dabei. Danke. So, liebe YouTube-Freunde, das Ende der schönen Brockentour 2016 ist erreicht. Und das letzte Team des heutigen Tages ist das Team DM Modellbau. Und ja, es hat allen viel Spaß gemacht. Einige sind sehr stark verletzt worden, weil die über Steine und Stöcke geflogen sind. Viele Autos sind kaputt gegangen. Das freut natürlich den Inhaber von DM Modellbau, denn es werden wieder viele neue Teile gekauft. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut, euer Michael und das Team DM Modellbau.